Das habe ihm den Ehrentitel Old Schmetterhand gegeben, weil er mit seiner gewaltigen Faust selbst den stärksten Gegner töten kann. Der Schut nach dem Ormai. Sag mir, Freund, was weißt du vom Schut? Mit seiner Knute unterjocht er das ganze Land. Wer er ist und wo er seine geheimen Schlupfwinkel hat, wissen nur seine engsten Vertrauten. Dann steckt doch der Schut hinter allem, was hier passiert. Einem geheimnisvollen Bandenführer ist die Bevölkerung rettungslos ausgeliefert. Hilfe! Oma! Vater! Peter! Kara Benemsi und sein treuer Begleiter Hatschi Halef Omar stehen vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Wahre Wunderdinge vollbringt der weltberühmte Araber Hengst Ri. Helft mir! Ich bin eine Gefangene des Schut. Wie die Götzen hockt ihr da und wollt Männer sein? 100 von euch Kerlen haben Angst vor 2 betrunkenen Banditen. Mit allen Mitteln versuchen die Banditen, unsere Freunde außer Gefecht zu setzen. Komm her! Ein sensationeller Abenteurerfilm mit Spitzenstars aus 5 Ländern. Halef und ich, wir 2 stehen allein gegen eine Bande von Verbrechern. Wenn er mich zu zwingen versucht, dann bringe ich mich um. Der Schut. Eines der bekanntesten Werke von Karl May, von einem internationalen Erfolgsregisseur großartig inszeniert. Du legst bestimmt keinen Wert auf diese lächerlichen 3 Barthaare, hä? So leicht darfst du mir nicht sterben. Ich habe mir für dich etwas viel Amüsanteres ausgedacht. Du hast den heiligen Zauberer beleidigt. Den Aberglauben und die Angst der Bevölkerung nutzt ein hemmungsloser Verbrecher skrupellos aus. Ich werde von den Leuten der Schut in dieser Höhle gefangen gehalten. Dieses elende Schwein gehört mir. Ich persönlich nehme es mit 10 Banditen auf. Sie doch auch, Kara. God save the Queen. Wie ein Löwe kämpft Lord Lindsay. Aber gegen diese Übermacht versagt auch sein treuer Diener Archibald. Er wird ein Lösegeld für ihn verlangen. Er bringt ihn nicht um. In der Gefangenschaft verzichtet ein echter englischer Lord nicht auf den Komfort. Gefällt's mir. Die letzte große Machtprobe entscheidet über Leben und Tod. Ein atemberaubendes Erlebnis in einer grandiosen Landschaft. Kara Benemsi und sein toller Freund Hatschi Halef Omar, Karl Mays unsterbliche Helden, feiern neue Triumphe. Zum ersten Mal in einem Karl May-Film ist das wilde, gefährliche und romantische Kurdistan Schauplatz. Nicht ein einziger Kurde zu sehen. Das gefällt mir nicht. Hast du Angst? War kein Gewehrschuss. Oder eine Art von ferner Kanone. Vielleicht war es ein Steinschlag. Zieh die Achtung! Ehe du meinen Sidi erschießt, wird dir Allah dein Schandmaul zertreten. Für jeden Tritt breche ich dir eine Rippe. Lasst ihn. Der spleenige Lord Lindsay und sein ergebener Butler Archie kreuzen die abenteuerlichen Wege Kara Benemsis. Oh, ist eine wundervolle Gegend. Eine wundervolle Gegend, Lord. Lex Barker, Georg Hesten, Maria Versini, Dieter Borsche, Chris Howland, Werner Peters, Gustavo Rojo in der neuesten Karl-May-Verfilmung Durchs wilde Kurdistan. Der erste Karl-May-Film, der die prunkvolle Machtentfaltung des geheimnisvollen Orients zeigt. Ist dein Fest, Kara Benemsi. Du beschämst mich,
Padisha, du hast das Land und damit mich vom Schut befreit. Was gibt's? Der Aleman und die Araber sind eine knappe halbe Stunde hinter uns. Hier ist es günstig für einen Überfall. Bade deine Mühe. Das wird dir nicht viel helfen, Machetsch von Mosul. Ah, zieh die Kugel sicher Weste für Mr. Carter. Sehr Nein, besser. Danke. Feuer! Wir nehmen sie gefangen. Gefangene sind immer gut. Freundlicher Mensch. Das hast du wohl nicht erwartet. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Ach, es ist wundervoll. Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir leicht eine Erdumkreisung. Weil sich die Araber so wenig fürchten, sterben so viele. Bewundern Sie die schönsten und vielfältigsten Landschaftsaufnahmen, die je in einem unserer Karl-May-Filme zu sehen waren. Abenteuer und Humor. Romantik und harter Kampf. Lindsay, das wären wollen nicht umsonst, das wilde Kurdistan heißt. Oh, herrlich, natürlich das wilde Kurdistan. Wunderbar, ich liebe wild. Abenteuer von Kara Benemsi und Hatschi Halef Omar bringt Ihnen der Karl-May-Film 1966 im Reiche des Silbernen Löwen. Writer, Sir? Oh, vielleicht ein Abenteuer. Milord, verwegene Gestalten. Ein neuer Triumph der Helden Karl-Mays. Sollen wir uns kampfbereit machen, Milord? Nein, nicht so voreilig, Hatschi. Wir werden es machen wie Kara Benemsi, mit List. Bitte sehr. Danke sehr. Natürlich wieder mit Lord Lindsay und seinem Diener Archie. Sehr. Danke sehr. Abenteuer. Harter Kampf. Arschlosen Sandflöhe, ihr... Humor. Hier ist der Ausgang. Und die herrlichsten Landschaftsaufnahmen. Der Karl-May-Film 1966, Entschuldigung, der Sie wieder begeistern wird. Der Orient nimmt Sie mit seinen Geheimnissen und seiner einmaligen Farbenpracht gefangen. Was wolltest du bei ihr, Abu Saif? Hüte deine Zunge, Machretsch. Ich habe dir den Aleman gelassen, jetzt ist die Reihe an dir zu bezahlen. Und wehe, wenn du es nicht tust. Das Mädchen gehört mir. Nein, sie gehört uns. Handulilla, Allah ist groß und gerecht. Aber mein Sidi ist der Größte. Lord Lindsay, ich möchte Ihnen etwas Nettes sagen. Sie wären bestimmt eines Beschützers würdig, wie ich einer bin. Und wenn Sie ein richtiger Diener werden wollen, Mr. Halif, dann kommen Sie in London mal vorbei. Ich bin bereit, Ihnen Nachhilfestunden zu geben. Wie ist das möglich, Sidi? So ein Berg von Dummheit auf einem einzigen, winzigen Pferd. Im Reiche des Silbernen Löwen. Krieg auf! Große Augenblick naht. Los! Halt mich, ich stürze dich auch! Oh. Wer seid ihr? Ihr steht auf dem Boden der Abutei. Ich bin ein Freund des Machetsch von Mosul. Und das hier ist mein Weib. Er lügt, ich bin nicht sein Weib. Und alles, was du mir erzählt hast, ist wirklich wahr? So, als wenn du sagen würdest, 20.000 Läuse unter deinem Bonus wären die Wonnen des Paradieses. Schweig! Ich schweige nicht. Sonst lasse ich dich vierteilen. Dann werde ich eben mit jedem meiner Viertel weitersprechen.
Ein Film, den Sie nicht versäumen dürfen. Machretsch von Mossul! Ich bin hier, Kara Benemsi! Im Namen des Padischah! Ergib dich! Alle Mann! Hat dich der Teufel hergeführt? Dann fahr zurück zur Hölle! Des Silbernen Löwen. Ein neuer, großer CCC-Film Arthur Brauners, der Sie begeistern wird.